Hallo und herzlich willkommen beim Equal Pay Day hier vom Brandenburger Tor. Ich heiße Özlem Korkmaz und bin die Praktikantin von Susanne Mittag. Und zwar bin ich für einen Monat im Wahlkreis und die Susanne hat mich jetzt nach Berlin eingeladen, damit ich hier mal alles live miterlebe, was so im Bundestag abläuft und damit ich ein bisschen reinschnuppern kann und mich für mein kommendes Studium vorbereiten kann. Ja, und in dieser Plenarwoche, die wird natürlich nett abgeschlossen mit dem Equal Pay Day, das heißt immer noch 22% weniger bekommen Frauen ausgezahlt im Schnitt als Männer. Auf diesen Missstand wollen wir auf diese Art und Weise bei diesem schönen Wetter, aber bei diesem eigentlich ja, tragischen Grund nochmal hinweisen. Aber in dieser Woche haben wir natürlich im Plenum noch einige andere Sachen und andere Themen bearbeitet. Es ging wieder um Rente 63. Andrea Nahles hat jetzt den Gesetzentwurf vorgelegt, der diskutiert wird. Ich denke, da haben wir einen richtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Gerade das, was wir in unserem Wahl- und Regierungsprogramm auch versprochen haben, können wir einhalten. Wir haben wieder über das Erneuerbare Energiengesetz diskutiert. Das ist ja gerade in Niedersachsen auch ein ganz brisantes Thema. Und wir haben im Bundestag den NSA-Untersuchungsausschuss eingesetzt. Die SPD hat 2 Mitglieder und 2 Vertreter und ein Vertretungsmitglied bin ich. Auf die Arbeit, die übernächste Woche anfängt, freue ich mich schon. Aber jetzt werden wir uns nochmal um unseren Equal Pay Day kümmern, denn die Veranstaltung geht jetzt los, wie man unschwer sehen kann. Wir werden nochmal ein Plakat hochhalten. Ich hoffe, es kommt ganz drauf. Die werden wir dann hier nochmal hochhalten. Wir haben auch einige Fahnen von der Bundestagsfraktion noch mitgebracht. Und wer noch mal ganz öffentlich und lauthals darauf aufmerksam machen, dass es immer noch ungerecht ist und wir an der Gerechtigkeitslücke arbeiten.